Hier haben wir die Druckluftzylinder. Wenn man die montiert, sollte man natürlich auch sinnvollerweise die Bremsschläuche montieren. Die werden einfach hier unten eingeklipst. Und nochmal auf der anderen Seite. Dann im nächsten Schritt nehmen wir die beiliegenden zwei Drehgestelle, das sind die normalen Chassis-Drehgestelle, und montieren die von oben hier rein, auf beiden Seiten. Ja, wir müssen hier ein bisschen unten reindrücken, dass wir die auf beiden Seiten hier rein montiert haben. Dann können wir die Kunststoffachsen montieren. Alternativ kann man auch jede beliebige Metallachse dort reinbauen. Es ist voll kompatibel zu RGB oder Trainline. Wir können von dort die Metallachsen benutzen. Wir können aber auch unsere hauseigenen Kugellager-Radsätze benutzen, wenn wir zum Beispiel noch eine Beleuchtung einbauen wollen, eine Zugschlusslampe. Wir haben bei uns im Programm ja auch die Zugschlusslaternen als auch kugelgelagerte stromführende Radsätze. Das kann man auch benutzen. Soweit, so gut. Jetzt kommen wir zur Kupplung. Die beiliegenden Kupplungsteile bauen wir jetzt ein. Das sind die ganz normalen Kupplungen von uns, wie man kennt. Die können wir hier drauf fahren. So, und mit den beiliegenden Schrauben entsprechend festschrauben. Als Schraubenzieher benutze ich hier einfach einen Torx 10 100, gibt es in jedem Markt überall zu finden. Nichts Besonderes, einfach ein Torx-Schraubenzieher. Torx 10 ist das. Dann kommen wir zu Kupplung, Feder, Bolzen, die wir natürlich hier gerade falsch montiert haben, natürlich. Denn, ja, so ist das, wenn man das live macht. Wir müssen natürlich die Feder mit auf die Kupplung draufschrauben, sinnvollerweise. Hier ist es natürlich auch jedem selbst überlassen, ob man überhaupt eine Feder haben möchte, ob man auf beiden Seiten Feder haben möchte. Es liegt alles dafür bei. Also wir haben immer das Komplettset beiliegend und dann können wir selber natürlich entscheiden, was wir machen. So, jetzt können wir die Haken einhängen und den Kupplungsbügel. Und auf der anderen Seite drücken wir die auch rein. Ja, so, fertig. Obacht, Thema elektrische Entkupplung. Wir haben hier unsere hauseigenen Entkupplungen. Die erkennt man daran, dass sie hier oben, man sieht das hier, diese kleinen Pinne auf beiden Seiten haben. Und in diese kleinen Pinne können wir unseren Entkuppler einhängen. Ich zeige das einmal. Und mit den elektrischen Entkupplern und zum Beispiel unserem SWDE-D1-Kanal-Servo-Decoder, den wir dann auf Log-Adresse programmieren, könnten wir hier die Kupplung elektrisch machen und haben dann noch einen freien Funktionsausgang, um zum Beispiel eine Zugschlussleuchte zu machen. Wir haben hier unseren Kupplungsbügel, den man einzeln auch kaufen kann, und den können wir dann zum Beispiel hier einfach einklippen. Ich hoffe, man kann das einigermaßen gut im Video sehen, weil das ein bisschen alles schwarz ist und verdeckt ist. So, jetzt haben wir den hier eingeklippt und jetzt könnten wir zum Beispiel. Wir müssten dazu natürlich jetzt eigentlich hier das ein bisschen abschneiden hier oben, dass der Kupplungsbügel gerade ist. Und wir können dann mit dem Seilzug und den beiliegenden Sachen hier einen Servo montieren und wir könnten dann mit dem SWDED, mit dem Einkanal-Servo-Decoder, können wir das hier runterziehen. Und dann bietet sich es natürlich an, mindestens eine oder vielleicht sogar besser beide Achsen gegen unsere 31 mm Kugel gelagerten zu tauschen.
dass wir dann entsprechend den Strom haben und da können wir auch die Zugschlussleuchte dranhängen. So, nur mal so. Das Teil ist nicht im Set enthalten. Hier, das ist jetzt Zusatz, deswegen nehme ich das mal wieder raus. Als nächsten Schritt kommen wir zur Bodenplatte. Das ist die Bodenplatte. Wie wir sehen, haben wir auch eine schöne Holzmaserung hier drauf. Die Bodenplatte gibt es aktuell in Braun, wie hier, in Grau und in Schwarz. Ich mache jetzt hier Grau, ich zeichne nicht jede Farbkombination, nur dass ihr dann wisst, das kann man im Shop auswählen. Die packe ich drauf, am besten auf der Unterseite. Lege sie in die Führungslöcher. So. Und damit ist das ganze Ding dann schon eigentlich montiert. Wir müssen dann nur noch hergehen und die vier Schrauben draufschrauben. So, anschließend haben wir den Wagen hier montiert und ja, können dann eigentlich anfangen, direkt die Aufbauten zu nutzen. Ich mache jetzt einmal die Bremsschläuche noch da dran, auf beiden Seiten. Und damit hätten wir jetzt schon unseren ersten Wagen fertig. Das hier wäre jetzt der Flachwagen. Ein klassischer Flachwagen mit brauner Holzplatte. Wir können natürlich auch, wie gesagt, die anderen Farben im Shop auswählen. Die nächste Ausbaustufe wäre dann Rungen. Die Rungen gibt es in vier Farben: Grau, Schwarz, Orange und Gelb. Ich habe jetzt hier Grau. Ich zeige die Rungen einmal. Wir kriegen da so ein 16er-Paket. Das können wir hier reinstecken. Und hier sind wir natürlich absolut dynamisch. Also wir können sagen, ey, ich mache hier Rungen auf jeder Seite. Ich kann aber ja auch sagen, ich mache nur Rungen jedes zweite oder hier nur, ja, dass ich zum Beispiel nur außen oder nur innen oder dass ich jedes zweite Loch eine Runge mache. Das ist dynamisch einstellbar. Übrigens nicht wundern, es liegen mehr Rungen dabei, als man hier verbauen kann. Also hier kann man 8, 9, 10, 11, 12 Rungen verbauen und es sind immer 16 Rungen in dem Paket enthalten, weil das halt ein Spritzling ist. Jetzt haben wir hier die nächste Ausbaustufe, einen Rungenwagen. Ja, finde ich sehr schön. Wie gesagt, wir können hier schwarze Rungen nehmen oder andere Farben oder die Bodenplatte. Ich finde jetzt mit Braun und Grau. Oh, geht eigentlich auch. Ist eigentlich auch nicht schlecht. Wir können jetzt auch eine schwarze Bodenplatte nehmen, dann sieht es noch cooler aus mit dem Grau, weil es einen Kontrast bildet. Oder wir können hier eine graue Bodenplatte, dann ist es Farbe in Farbe. Gibt es auch. RB zum Beispiel. Ja. Wir können natürlich auch, das wollte ich jetzt sagen, hier vorne noch Rungen dran machen, weil wir haben ja noch viele im Paket drin. Weiß ich nicht. Habe ich, glaube ich, noch nicht gesehen, dass es sowas rundum gibt, aber könnte man machen. Das wäre jetzt erstmal der klassische Rungenwagen. Was es auch gäbe, ist Rungenwagen mit Frontplatte. Preislich ist das jetzt kein Unterschied, der kostet auch genauso viel. Da haben wir diese Frontplatten, die gibt es, die hohen Frontplatten gibt es in Grau und in Braun. Man kann hierfür nur die hohen Frontplatten bekommen, nicht die tiefen. Und wenn man jetzt hergeht,
und stecke das hier rein. Muss man wirklich mit ein bisschen Druck machen. Soll ja auch halten. Ja. Dann haben wir nicht wundern, dass das ist normal so. Das knackt, das rastet einfach ein. Das ist aber ganz normal. Dann hätten wir jetzt hier einen Rungenwagen mit Frontwänden. Das finde ich sieht sehr cool aus. Das ist ganz üblich bei ganz vielen Wagengesellschaften, weil diese Wagen werden genutzt, um Holz zu transportieren, damit das vorne und hinten nicht runterfliegt. Das ist ein ganz, ganz typischer Wagen, weil man kann hier an den Rungen nichts festbinden. Es gibt noch andere Rungen, wo man so ein Loch oben hat, aber die haben wir nicht im Programm. Deswegen, ja, das ist ein ganz klassischer Wagen für Holztransport oder Rohre oder was auch immer. Ja. So, dann wäre die nächste Ausbaustufe ein Hochbordwagen. Dazu nehmen wir das mal wieder alles runter. Ja, man kann das auch live im Betrieb einfach immer jederzeit beliebig ändern, das Ganze. Hochbordwagen, dazu haben wir passend zu den kurzen Seitenwänden die langen Seitenwänden, hier mit einer Stahltür angedeutet. Natürlich komplett auch mit Holzimitat. Die gibt es in Grau, wie hier, und in Braun. Ich habe jetzt bewusst Grau genommen, weil ich möchte quasi einen RHB-Hochbordwagen nachbilden. So. Worauf zu achten ist, also das wäre jetzt der Hochbordwagen. Also das ist ein klassischer 30 cm Hochbordwagen. Worauf jetzt zu achten ist, ist eine ganz wichtige Sache. Also der Wagen sieht super aus. Also das wäre jetzt ganz, ganz typisch RHB. Die haben solche Hochbordwagen auch im Programm. Das könnte man sich jetzt hier auf den Türen das RHB-Logo drauf machen. Könnte man sich beschriften. Sieht wirklich dann absolut super aus. Worauf man achten muss, ist wie hier gezeigt, dass dieses Viereck hier wirklich in dieser Fassung sitzt. Wenn das mal nicht ganz sitzen sollte, es kann auch mal sein, dass da ein bisschen Grat vom Kunststoff drüber ist, dann müsste man das mit dem Cuttermesser ein bisschen entfernen. Also das muss wirklich rastend sitzen. So, das wäre der Hochbordwagen. Und jetzt kommen wir zum nächsten. Das ist der Niederbordwagen. Den Niederbordwagen, da gibt es keine Tür. Das ist ein geschlossener Niederbordwagen. Und hier ist der Kunststoff wirklich nur in Braun erhältlich. Nichtsdestotrotz kann man ja aber auch trotzdem sagen, ich möchte halt keine braune Bodenplatte. Ich möchte für den Niederbordwagen gerne eine schwarze oder sonst was haben. Das ist ja frei wählbar. Das muss wirklich richtig stramm sitzen, damit es keine Lücken bildet. So. Hier haben wir einen Niederbordwagen, den ich total gerne mag. Sowas gibt es auch noch von keinem Serienhersteller dieser Art, denn das ist ein Niederbordwagen mit halbrunden Wänden. Ja, sieht man hier, ne? Mit so halbrunden Wänden vorne. Machen wir die Kamera ein bisschen höher. So. Mit halbrunden Wänden. Und das sieht halt wirklich richtig, richtig klasse aus, dieser Wagen. Den mag ich total gern. Das ist mal was ganz Neues und das ist typischer Wagen, den gibt es eigentlich bei allen Kleinbahnen. Ich weiß auch nicht, warum den noch niemand gemacht hat. Also das wäre jetzt so der Niederbordwagen. Den könnte man sich auch gut vorstellen mit grünem Holz,
Dann und mit geraden Wänden hinten, das wäre auch nochmal eine Sache, die noch kommen wird, dass es diese Wand auch noch in gerade gibt. Dann hätte man einen typischen Wagen für die OEG. Aber jetzt nur mal so als Beispiel, das ist halt der Dealerbot-Wagen. Jetzt zeige ich nochmal den Wagen analog im Fahrbetrieb. Hier eingereiht in einen typischen Schmalspur-Reichsbahnzug. Die Lok von Rügen, die Wagen passen auch dazu und der Wagen macht da eine sehr gute Figur.